Ja, die wichtigste Nachricht zuerst. Holland hat in der sechsten Minute ein Tor geschossen. Ich dachte, dass sie das freut. Und jetzt die zweite Nachricht. Ich bin, wie vielleicht aus der Vorstellung erkennbar wurde, jemand, der gerne den Sachen auf den Grund geht, aber die, die mich kennen, wissen das schon länger. Sie wissen ja, die Grundlage ist das Fundament der Basis. Und deswegen habe ich mich bemüht, das auch bei meinen Forschungen und Untersuchungen zur Treibhaushypothese, Treibhauseffekt, wie ich sie nenne, etwas dazu sagen möchte. Ich habe meinen Vortrag genannt von der Rundumsonne zum Grillhähnchen. Das ist ein bisschen merkwürdig, werden Sie annehmen. Was meint er damit? Aber wenn ich zum Schluss gekommen bin, werden Sie das verstehen. Und da ich weiß, dass Sie alle nicht zum Vergnügen hergekommen sind, sondern zum Arbeiten, werde ich Sie mit einbeziehen in meine Gedanken, die mich zu diesem Titel geführt haben. Wie schon erwähnt, habe ich mich mit den Grundlagen häufig beschäftigt, zum Beispiel auf die Frage mich konzentriert, schon in den ersten Jahren, sind denn die Temperaturangaben der frühen Jahre soweit genau genug bekannt, um daraus eine Mitteltemperatur der Erde zu berechnen oder der Erdatmosphäre, um genau zu sein, in 2 Meter Höhe, oder sind sie das nicht? Und als studierter Messtechniker und auch Praktiker in dieser Richtung bin ich schon lange zu der Überzeugung gekommen, dass diese geringe Fehlerangabe, diese Unsicherheitsbreite von nur 0,2 Grad, wie Sie sie hier sehen an diesem Beispiel, sind die Headcrut-Datensätze, also plus minus weniger als ein Zehntel Grad Celsius oder ein Zehntel Kelvin, eigentlich nirgendwo nachweisbar sind, weil wir schlicht zu wenig Messstationen hatten in den 19. Jahrhundert, auch bis in die 60er Jahre des vorhergehenden Jahrhunderts. Und wir hatten auch schlicht nicht die Möglichkeit, die unvermeidlichen und oft auch unbekannten Fehler, systematischen Fehler, auszugleichen. Und deswegen habe ich mich schon vor zig Jahren bemüht, das mal zu ändern und habe versucht, die sichtbare, machbare Fehlerbandbreite oder Unsicherheitsbandbreite zu schätzen und komme statt dieser Grafik, die Sie eben gesehen haben, auf diese Grafik und denke, dass das ungefähr die Bandbreite ist, bestenfalls, die sich aus den Temperaturreihen, aus den Temperaturmessdaten der Thermometer der frühen Jahre ergibt. Ich muss gestehen, hier ab 1980 etwa, da hat Fred Singer einen wesentlichen Anteil dran, ist der Vater des Wettersatellitenprogrammes, kann man diese 4 Grad etwas einengen auf vielleicht 2 Grad oder sowas in der Größenordnung. Nicht deswegen, weil die Satelliten nicht eine fantastische Abdeckung der Erdoberfläche darstellen. Sie bilden etwa 90% der Erdoberfläche mit hoher Auflösung ab. Die Pole sind davon ausgenommen. Das sind die restlichen fehlenden 10%. Aber sie haben eine miserable vertikale Auflösung. Die teilen es de facto in 3 Zonen ein. Untere Troposphäre 5 Kilometer, mittlere Troposphäre 5 Kilometer und obere Troposphäre ebenfalls 5 Kilometer. Also, wenn man diese Kurve nun zugrunde legt, und das war meine Erkenntnis, dann ist es schlicht unmöglich, daraus irgendwas anderes als einen leichten Trend zu erkennen. Aber es ist vor allen Dingen so gut wie unmöglich, irgendeine Zuordnung festzustellen. Was will ich in diesem Rauschen zuordnen? Was verursacht was? Ist es die Sonne? Ist es der Mond? Ist es CO2? Ist es der Wasserdampf? Sind es die Städte? Was immer. Nun gut, das ist das Ergebnis meiner Arbeit. Ich habe es dann auch mehrfach versucht, das zu publizieren. Bin dann mit vielen Leuten, die ähnlich arbeiten wie ich, in Kontakt gekommen und wir sind zum Schluss gekommen, die Klimaforschung nimmt die Fehlerrechnung, die seit Gauss etabliert ist, schlicht nicht zur Kenntnis.
die meint, das bräuchte man nicht unbedingt anzuwenden und hat immer nur statistische Modelle dafür verwendet. Deswegen sehen Sie auch immer diese 95% Likelihood oder Wahrscheinlichkeit oder Vertrauensbereich. Das sind alles Angaben aus der mathematischen Statistik. Und das geht eben nicht für Fehler, die systematischen Ursprungs sind. Die addieren sich aber in eine etwas komplizierte Weise und pflanzen sich fort. Diese Fehlerfortpflanzung ist so etabliert in der gesamten Wissenschaft und Ingenieurtechnik. Jede Brücke, jedes Flugzeug, jeder Zug, jedes Auto wird danach gebaut und läuft gut. Und insofern kann man der schon vertrauen. Und einer meiner Kollegen auf diesem Feld, der Wissenschaftler Pat Frank in Kalifornien, hat mal treffend dazu gesagt, Sie haben vollkommen die systematischen Messfehler ignoriert, das stimmt, welche die Temperaturaufzeichnung durchziehen und diese ungeeignet macht, um irgendwas über das historische Klima daraus abzulesen. Und der fuhr dann fort, Klimaalarmismus ist künstliche Pseudowissenschaft und zwar von Anfang an so gestaltet, dass es wie Wissenschaft aussieht, aber es nicht ist. Das ist ein brutales Urteil, aber je länger ich mich mit diesen Themen beschäftige, umso mehr muss ich dem zustimmen. Und wir sehen es ja, dass es inzwischen zur reinen Ideologie entartet. Aber das ist heute nicht mein Thema. Wer darüber was mehr wissen will, kann mich gerne ansprechen. Es gibt darüber auch einige Veröffentlichungen bei EIKE. Nein, es geht um was anderes. Es geht diesmal um die Sonne. Merkwürdigerweise scheint ja die Sonne immer noch mit sehr konstanter Leistung auf die Erde. Na, da haben wir sie. Und diese Leistung ist recht konstant. Sie liegt bei 1648, wenn ich es richtig im Kopf habe, Watt pro Quadratmeter. Und obwohl diese Konstanz zu sehen ist, haben selbst die geringen Schwankungen der Solarkonstante, wie man sie nennt, doch Auswirkungen bereits auf die Höhe des Meeresspiegels. Der schwankt nämlich mit der Solarkonstante, wie Nir Shaviv, der auch morgen zu Ihnen sprechen wird, überzeugend nachgewiesen hat. Aber mich interessiert was anderes. Wie wir hier sehen, bestrahlt die Sonne die Halbkugel. 1368 Watt, das ist die Solarkonstante. Und die Klimaforschung ist sich sicher, dass diese Sonneneinstrahlung auf die Halbkugel nicht nur die Halbkugel bestrahlt, sondern die gesamte Kugel. Ja. Und damit die Leistung dann wieder stimmt, halbiert sie die Leistung. Sie macht also aus 1368 Watt verteilt auf die Halbkugel, gibt die Hälfte, gibt also 684 Watt pro Quadratmeter, dimmt die dann weiter ab und tut so, als ob sie von beiden Seiten die Erde Tag und Nacht bestrahlt. Das hat eine gewisse Plausibilität, weil die Erde sich natürlich unter dem Sonnenschein dreht. Wir alle haben ja deswegen Tag und Nacht, weil sich die Erde unter der Sonne dreht und das verglichen mit Klimazeiträumen sehr schnell. Innerhalb eines Tages ist sie einmal rum. Also in einem Jahr 365 Mal rund und entsprechend länger. Und deswegen glaubt die gesamte Klimaforschung, es sei erlaubt, zulässig, diese Einstrahlung auf der Halbkugel als Einstrahlung auf die Viertelkugel die ganze Kugel zu halbieren. Sie tut also so in ihren gesamten Strahlungsmodellen, Strahlungsflüssen und so weiter, als ob die Erde Tag und Nacht mit 342 Watt pro Quadratmeter beschienen wird. Wie gesagt, das ist höchst plausibel und hat gute Gründe, nur führt es zu einem Paradoxon. Dieses Paradoxon möchte ich versuchen, mit Ihnen vielleicht zu beschreiben und dann in einem Gedankenexperiment auch aufzulösen. Wie viele bei uns hier, vielleicht sogar alle, bin ich dieser Darstellung in meiner wissenschaftlichen Recherchearbeit, ich sagte ja, ich gehe gerne auf die Grundlagen zurück,
gefolgt, bis mich ein Geophysiker, Herr Weber aus Hamburg, darauf aufmerksam machte, na weißt du, die Strahlungsgesetze nach Stefan Boltzmann gehen ja alle von einem Strahlungsgleichgewicht aus und da ist die Temperatur mit der vierten Potenz drin und die Strahlungsleistung auf der anderen Seite. Die Temperaturgenese, wie er das nannte, findet doch eigentlich aber wirklich nur auf der Halbkugel statt und nicht auf der ganzen Kugel. Und weil er das so überzeugend darstellte, habe ich ihm viel Raum gegeben bei uns. Und wenn jetzt die nächste Folie käme, ihm gesagt, na dann beschreib doch mal, was die Folge deiner Annahme wäre, dass man wirklich nur die solare Einstrahlung auf der Halbkugel, durchaus wissend, dass sie sich darunter dreht, betrachtet und was daraus kommt. Und es herauskommt die Durchschnittsfalle, wie ich sie nenne. Wir bilden also in der Klimaforschung insgesamt immer sehr viele Durchschnitte. Und in diesem Falle bilden wir also den Durchschnitt aus der Bestrahlung der Halbkugel auf die gesamte Kugel. Und damit werden aus 1368 Watt pro Quadratmeter, die die Sonne liefert, die besagten 342 Watt. So. Und jetzt haben wir ein Problem. Und dieses Problem zeigt sich in den Strahlungsflüssen. Realität ist, wie ich schon eben erwähnt habe, die Halbkugel wird bestrahlt und deswegen verteilt sie sich auf die halbe Kugel, nicht auf die ganze. Also die Einstrahlungsleistung beträgt 684 Watt. So. Das Problem entsteht, war alles schon erledigt, schneller als der Schall. Wenn man die Strahlungsflüsse sich anguckt, und da gibt es einen Goldstandard, nenne ich ihn mal, dass das IPCC und alle anderen verwendet, was Kiel, die beiden Forscher Kiel Trennwert mal aufgestellt haben. Ich zeige es Ihnen gleich genauer. Da sehen wir die verschiedenen Strahlungsflüsse, was reinkommt, reflektiert wird, auf dem Boden auffällt, wieder zurückgeht und so weiter und das sehr präzise. Und das Problem ist, dass wir jetzt von den 342 gedachten Watt pro Quadratmeter nur noch 168 Watt pro Quadratmeter haben, die den Boden aufwärmt. Die dringt also in den Boden ein. Und erstaunlicherweise, und das ist das Problem, oh, muss ich mal sehen, wie ich hier auf den rechten Knopf drücke, die Bodenabstrahlung, und das ist das Paradoxon, ist mit 390 Watt deutlich höher. 390 Watt zu 168 Watt. Ja, und um dieses Paradoxon auszugleichen, wird dann der Trick mit der Gegenstrahlung eingeführt. Das ist dieser Bereich. Gucken wir das nochmal genauer an. Hier haben wir die 342 Watt. Davon werden 31% reflektiert, also 107. 168 Watt gelangen auf die Bodenfläche und 390 Watt emittiert der Boden zusätzlich zu diesen Abtransporten 78 und 24 Watt. Also in Summe fast 450 Watt. Also da muss ein mächtiges Kraftwerk dahinter sein. Oder es gibt einen anderen Grund und dieser andere Grund heißt Treibhauseffekt. Interessanterweise entsprechen diese 390 Watt pro Quadratmeter, wenn man die Stefan-Boltzmann-Gleichung auflöst und mit Zahlen füllt, ziemlich genau 15 Grad Celsius. Dann wissen wir alle, dass wir nicht im Boden leben wie die Mikroben, wo dort 15 Grad Celsius sind, sondern etwas höher auf dem Boden. Und da sind es nur 350 Watt nach Kiel-Trennwert. Diese 350 Watt, wenn ich die auflöse, nach Stefan Boltzmann, sind wir bei lausigen 7,15 Grad. Also das stellen wir mal beiseite. Da ist auch ein gewisser Erklärungsbedarf, nenne ich es mal nett. Aber wir haben jetzt dann doch diese Gegenstrahlung, die uns hilft,
die 390 Watt wieder zu reduzieren, weil sie das dämpfen soll. Und die Differenz ist dann das, was dann rausgeht. Da oben, da stimmt es dann wieder. 235 Watt werden abgestrahlt. Outgoing Long Wave Radiation. Moment, nächstes Jahr ist es so. Okay, ja. Jo. Die Frage ist natürlich, trifft das zu? Und deswegen habe ich nochmal die Rundumsonne gezeichnet. Die ist gedimmt, wie Sie sehen, mit 342 Watt statt der halben Leistung auf jeder Seite, von beiden Seiten. Und jetzt ist die Erde wunderbar hell bestrahlt. Also, das führt zu dem Problem, um das es hier geht. Ich habe dann viele Artikel, im Vergleich waren es nicht so viele, aber rund 20, 30 von Herrn Weber im Lauf der Jahre bei Eike veröffentlicht und hatte selten so viele Kommentare darunter von Berufenen und weniger Berufenen, die sich darüber aufregten, A, dass es überhaupt publiziert wurde, und B, dass es ja total falsch sei. Und nach dem dritten oder vierten Artikel habe ich immer an den Anfang geschrieben, ich weiß, das ist ein Aufreger, aber tun Sie mir doch den Gefallen und weisen Sie mir auf einfache oder auch komplizierte Art nach, dass diese Vereinfachung von 642 Watt, 600, auf die Halbkreisfläche es zulässig ist, auf die Gesamtkugel zu schließen, die dauerhaft dann bestrahlt wird mit den 342 Watt, um dann eben die anderen Folgen daraus zu berechnen. Ich muss sagen, keiner der Kommentatoren, es waren eigentlich immer dieselben, ist darauf eingegangen und hat diese Beweisführung, dass diese Vereinfachung zulässig ist, wobei man auch sagen muss, sie ist eine Vereinfachung, das ist klar, denn die Sonne wird ja nun mal tagsüber nur scheinen, nicht ganz so simpel sein kann, weil wir natürlich, wenn ich an das 1,5 Grad Ziel denke oder das 2 Grad Ziel von Paris, um Fehlerquoten, die dann rauskommen, im Promillebereich reden. Also um 1/10 Grad oder weniger darf diese Vereinfachung nur ein etwas anderes Ergebnis geben als die Originalbetrachtung mit der Halbkugel. Also keiner konnte das liefern und ich habe mir über die Jahre immer den Kopf zerbrochen, ob ich in der Lage bin, das zu tun. Und ich musste nach einigen Jahren heftigen Nachdenkens gestehen, ich schaffe es nicht. Das liegt sicherlich an meiner mangelnden Kompetenz, sei es in Physik oder in Mathematik oder in beidem. Und weil ich das nicht schaffte, dachte ich irgendwann vom Jahr etwa so, na, wenn es dir nicht gelingt, den Beweis dafür zu führen oder auch dann eben zu sehen, dass es falsch ist, dass diese Vereinfachung zulässig ist, vielleicht ist es aber möglich, den Gegenbeweis zu führen. Also zu sehen, zu beweisen, dass es nicht zulässig ist. Und da bin ich nach einigen Überlegungen auf ein Gedankenexperiment geraten und das würde ich gerne mit Ihnen teilen und Sie bitten, A, mit mir es durchzugehen, zu entwickeln und dann hoffentlich zu sagen, lieber Limburg, an der und an der und an der Stelle liegst du einfach falsch. Das ist deswegen so und so und so. Kann ja sein. Also, machen wir das Gedankenexperiment. Ich habe zwei entwickelt. Das zweite kommt vielleicht später. Ich habe also so getan, als ob man jetzt die Erde abschatten würde. Wir denken uns also einen großen Schirm, der zwischen Sonne und Erde geschoben wird. Moment, nochmal zurück, so. Der dann die Leistung, warum kommen die anderen Bilder nicht, wie ich das so schön abschatte, na, wie auch immer. Also ich halbiere jetzt, oder nein, zurück. Bevor ich das Experiment starte, was wäre die Folge aus der Verdopplung der Einstrahlungsleistung auf die Halbkugelfläche? Die Folge wäre, dass ich alle
Werte von hier aus verdoppeln. Aus den 342 sind 684, hier wären 15, hier wären es 214, hier wären es 60 und aus den 168 wären 336. Das ist ja schon mal was. Da habe ich also schon deutlich mehr Leistung, die dazu beiträgt, die Temperatur auf der Tagseite anzuheben. Ich habe immer noch das Problem, dass das Ganze nicht aufgeht. Aber ich muss dazu sagen, dass diese Zahl nicht irgendwo eine gemessene Zahl ist, sondern mit Modellen errechnet, um einigermaßen genau diese 15 Grad zu treffen. Und das hier, was ich hier sehe, ist ein Nullsummenspiel. Denn wenn Sie hier diese Zahlen miteinander addieren, dann bleibt eine Differenz übrig, beziehungsweise abziehen, also mit negativem Wert die Gegenstrahlung abziehen, dann bleibt eine Differenz übrig. Und solange die Differenz ausreicht, um das zu liefern, können Sie hier reinschreiben, was Sie wollen. Ob das nun 1000 Watt sind und entsprechend 24 Watt weniger Rückstrahlung oder 2000 oder was immer, spielt keine Rolle. Das ist ein Nullsummenspiel. Solange diese Bedingung erfüllt ist, dass hier oben alles stimmt, können Sie da reinschreiben, was Sie wollen. Jeder Wert ist zulässig. Also, starten wir dann das Gedankenexperiment. Wir sehen hier eine Blende, die blendet die halbe Halbkugel ab. Und damit die Erde dann auch genügend Energie auf die volle Kugelfläche bekommt, muss ich sie taumeln lassen. Das geht im Gedankenexperiment viel besser als in der Natur. Also folgen Sie mir da, dass wir sie taumeln lassen, damit die in 24 Stunden jedes Teil der Erde diese Leistung bekommt. Und damit Sie auch wieder die 342 Watt auf der anderen Seite haben, muss ich auch die Einstrahlleistung verdoppeln. Ich sage also der Sonne, leg mal einen Zahn zu, machst mal ein bisschen mehr. So. Kann ja sein, dass auch das noch aufgeht. Kugelrotation wird von schnell auf taumeln gestellt, schnell taumeln. So, erster Schritt. Zweiter Schritt. Ich verdopple nochmal die Einstrahlleistung und reduziere mit einem zweiten Schirm die beschienene Fläche auf ein Achtel. Die Einstrahlleistung muss ich dann drastisch nochmal erhöhen, also vierfacher jetzt, 2736. Und die Kugelrotation und Taumelung wird noch heftiger. Das schüttelt natürlich alle Bewohner ein bisschen durch, aber ist ja ein Gedankenexperiment. Und die Ausstrahlleistung, die Abstrahlleistung beträgt nach wie vor von der ganzen Kugel 342 Watt Quadratmeter. Jetzt mache ich weiter. Halbkugel 16. auf irre 5472 Watt. Taumelt sehr schnell. Aber die Abstrahlleistung beträgt nach wie vor 342 Watt pro Quadratmeter. Und Sie merken nun schon, wohin das führt. Ich hätte es auch mit dem Brennglas machen können, mit dem großen Brennglas, dass die eingestrahlte Fläche immer kleiner wird, die Leistung, die dort eingebracht wird, immer höher. Und durch die Taumelung und schnelle Rotation wird das Ganze schön verteilt. Dann ist die Frage, wo endet das? Und nach meinem Dafürhalten endet das beim Grillhähnchen. Das Grillhähnchen ist ein typischer Anwendungsfall, wo ich an einer Stelle eine starke Leistung habe und damit es schön braun wird, ist die Leistung an der Stelle groß und ich lasse es langsam rotieren und wenn es fertig ist, dann wird es verkauft. Ich hätte auch als Berliner den Dönerspieß nehmen können. Anders gefragt, meine Frage an Sie lautet, ab welcher bestrahlten Fläche ist die Gleichsetzung von Halbkugel mit Vollkugeleinstrahlung zulässig oder unzulässig? Wie gesagt, ein bisschen großzügig sein und sagen, na gut, wenn nun 342 Watt sind oder 341, spielt keine Rolle, ist nicht zulässig, weil wir sehr genau über die Klima
Vorschriften, die wir haben, auf 1,5 Grad oder 2 Grad die Temperatur steuern müssten. Das bedeutet im kelvinschen Bereich eine Präzision, eine Unschärfe, eine Unsicherheit von weniger als 1 Promille. Wenn Sie das nicht können, und ich überfalle Sie jetzt ein bisschen, gebe ich ja zu, ich konnte es also nicht, dann wäre das Riesenproblem, wenn diese Betrachtung, dass die Sonne im Durchschnitt gerechnet die gesamte Kugel bestrahlt, unzulässig ist, verlieren 99,84% der Klimaforscher ihre Existenzgrundlage. Das darf eigentlich nicht passieren. Wir hatten ja mal den wissenschaftlich begründeten Marxismus-Leninismus. Wir hatten auch mal die Eugenik als wissenschaftlich begründete Theorie, weit verbreitet. Damit will ich gar nicht unbedingt vergleichen, tue es natürlich doch. 99,84%, wenn Sie diese Zahl irgendwie komisch finden, dann liegt es daran, dass die Bundesregierung auf eine kleine Anfrage geantwortet hat, dass inzwischen nicht nur 97% aller Klimaforscher der Meinung sind, dass das CO2 der Mensch die Erde erwärmt, sondern 99,84. Und wenn man da ein bisschen reinguckt, wen die da zitiert haben, dann ist es ein gewisser James Powell, der eine ungeheure Fleißarbeit gemacht hat. Er hat nämlich 50.000 Studien, von denen er annahm, indem er die Abstracts auf Klima und ähnliche Schlüsselwörter durchforstet hat, untersucht hat, und zwar darauf untersucht, ob in diesen 50.000 Studien, Papers, das Wort Reject vorkommt, also zurückweisen. Reject. Wirklich, das ist kein Witz, das ist die einzige Kennzahl oder Kenngröße, nach der er diese 50.000 Studien untersucht hat. Und siehe da, 0,16% von den 50.000 Studien haben dieses Wort verwendet. Und daraus schloss er messerscharf, das sind die Wissenschaftler, die sagen, der Mensch hat damit nichts zu tun. Alle anderen, die das Wort nicht verwenden, haben damit zu tun, und das sind die 99,84%. Die Bundesregierung ist fest überzeugt, dass das gilt. Ich will es mal jetzt hier bewenden lassen. Ich will nur ein schönes Wort zitieren, was mir immer wieder auch durch den Sinn kam, aber einer hat schön formuliert, es gilt auch hier, wer zu viel mit Durchschnitten rechnet, berechnet sich durchschnittlich viel. Damit wäre ich eigentlich am Ende. Ja, bitte. Ja, meine Frage bezieht sich darauf, dass ich noch nie eine Aussage gefunden habe, die Erdwärme, den Erdkern mit rund 4500 Grad Celsius als Effekt vielleicht darstellt, der unsere Atmosphäre vielleicht mit zu erwärmen hilft. Also, was ist der Effekt der Energie, die in der Erde drinsteckt, auf unsere Atmosphäre? Können Sie dazu was sagen? Ja, kann ich. Also diese Frage nach der Erdwärme, die liegt ja nahe und die wird deswegen auch gelegentlich gestellt und beantwortet. Und die Antwort lautet immer, sie ist aufgrund der wenigen Watts pro Quadratmeter, die dort durchdringen durch den erfreulicherweise isolierenden Erdmantel, vernachlässigbar. Sie liegt im 10er Wattbereich. Das ist die Folge. Ein anderer hat mal gesagt, was ist eigentlich mit der Riesenenergie, die durch die Kontinentalverschiebung und die Reibung der Kontinentalplatten aneinander aufgebracht wird, die ja auch sich aufkumulieren könnte, kann ich nichts zu sagen, weiß ich nicht, aber zu diesem Punkt ist also das die Antwort und ich nehme sie erstmal so hin, habe sie nicht weiter überprüft, ich hatte genug zu tun, dieses Thema zu beleuchten. Ja, noch weitere Anregungen oder haben Sie ein
Ja. Logischen Fehler gefunden? Nee, aber ich habe eine spontane, intuitive Reaktion, das ist jetzt bestimmt nicht ausgereift. Ich habe mir das, während du das erzählt hast, das Gedankenexperiment, das umgekehrt vorgestellt, nämlich der Spieß oder die Erde dreht sich nicht immer schneller, sondern immer langsamer. Und zwar so langsam, bis es irgendwann ganz aufhört, sich zu drehen. Und das ist ja auch ein kontinuierlicher Übergang und bei der Gedankenexperiment funktioniert es auf einmal nicht mehr. Denn dann, sobald es stoppt, kriegt wirklich nur noch die Hälfte die Strahlung. Und deswegen habe ich dann gedacht, vielleicht ist die Einheit überhaupt falsch gewählt, dass man immer Watt pro Quadratmeter angeben will. Vielleicht muss die Zeit mit rein. Das Ganze hat ja eine Dynamik. Vielleicht müsste man Watt pro Quadratmeter pro Zeiteinheit bestimmen und davon dann überlegen, das können wir sicher alle nicht, ob ein Treibhauseffekt entsteht. Denn auch bei deinem Experiment, wo nur ein ganz winziger Teil ganz kurze Zeit bestrahlt wird und die ganze restliche Zeit in der Kälte ist, wird sich das sicher das Erdsystem anders verhalten in Bezug auf Treibhausentwicklung, als wenn es sich meinetwegen die Hälfte bestrahlt ist. Also diese Zeitkomponente verändert sich bei deinem, während die Umrechnungskomponente nicht. Und deswegen weiß ich nicht, ob das so schon zum Erfolg führt oder ob man nicht die Zeit jetzt explizit mit reinbringen muss. Aber das ist nur mein allererster Gedanke. Wie gesagt, der ist noch überhaupt nicht ausgereift. Danke. Vielen Dank, das ist sehr schnell. Das wäre mein zweites Gedankenexperiment gewesen, komme ich vielleicht noch drauf. Also die Zeit fällt ja bei den Betrachtungen, die wir hier haben, raus. Ist ganz klar, Leistung, es werden auch Begriffe wie Leistungsgleichgewicht und ähnliches verwendet, was natürlich Schwachsinn ist. Wir brauchen die Energie im Gleichgewicht halten, wir müssen so viel Energie abstrahlen, wie wir empfangen. Aber das wäre eine Möglichkeit. Ich habe das auch untersucht, diese Frage. Bin auch nicht zu einer Lösung gekommen, vielleicht habe ich noch genug Zeit, das kurz zu erläutern. Ich will noch auf Folgendes hinaus. Wenn jetzt jemand, bitte nochmal meinen Vortrag an. Das war eine Finte, Wolfgang. Ich bin noch nicht am Schluss. Ich weiß gar nicht. Wie lange brauchst du noch? 5 Minuten. Okay. Dann könnten wir wieder zum konvektiv-adiabatischen Modell übergehen und sehen, wie die Sonne unsere Erde bei Tage erwärmt und wie sie sich in der Nacht abkühlt. Und das kann man wunderbar berechnen. Wir hatten bei unserer letzten Konferenz in Gera den Herrn Dr. Fleischmann da, der das wunderbar hergeleitet hat aus den Maxwell'schen und Poisson'schen Gleichungen, die dazu sehr früh schon Stellung genommen haben. Ich lasse das hier mal so stehen. Die Adiabatengleichung ist allen bekannt. Das würde genügen, um all die Effekte, die wir in der Atmosphäre sehen, von der Temperatur her, haben und es gibt noch andere, die dann genauso gelten und wirksam sind. Die Planeten haben auch eine Atmosphäre und wenn ich dieses adiabatisch-konvektive Modell anwende, dann kann ich sehr genau feststellen, warum die ja enorm CO2-haltige Atmosphäre des Mars mit 92% CO2 den trotzdem nicht erwärmt und warum die enorm CO2-haltige Atmosphäre der Venus mit einem atmosphärischen Druck von einigen hundert Atmosphären, diese trotzdem ganz stark erwärmt. All das lässt sich wunderbar dann herleiten. Ich habe das hier mal einfach rausgenommen. Sogar Carl Sagan, der den galoppierenden Treibhauseffekt für die Venus erfunden hat, weil er damals von falschen Grunddaten ausging. Das wusste man einfach nicht besser. Erst die Sonden, die die Venus umkreist haben, haben das dann geklärt. Man braucht für diese Betrachtungsweise den Treibhauseffekt überhaupt nicht und er hat das in einem wunderschönen Büchlein veröffentlicht, das hier oben ist, der Treibhauseffekt etwas anders erklärt und deswegen denke ich, sollte man doch zumindest mal versuchen, diese Herleitung mathematisch korrekt, physikalisch sauber uns vorzustellen, warum es zulässig ist, die Gesamterde mit einer Rundumsonne bestrahlt darzustellen. Sie haben mir schon ein bisschen geholfen, deswegen nochmal das Brathähnchen und Umsonne, was ist richtig. Ich habe gesagt, dieses Gedankenexperiment habe ich auch dann angestellt, das ist das zweite. Ich habe also die Erde verlangsamt. Und zwar wie den Merkur oder wie den Mond. Eine Umdrehung im Jahr, dann ist die Erde immer von derselben Seite beschienen und brutzelt da schön auf der Tagseite vor sich hin und auf der Nachtseite wird es nicht ganz so kalt,
wie auf dem Mond, weil ja die Atmosphäre dann ausgleichend wirkte und gewaltige Stürme den Temperatur, den Energieausgleich herstellen müssten. Das lassen wir mal alles beiseite. Aber das würde man also dann verlangsamen können. Die Abstrahlleistung wäre, die Einstrahlleistung wäre 684 Watt, aber die Abstrahlleistung, die wäre sicherlich nicht null, wie beim Mond, sondern sie ist bei etwa x. Und ich kann mich fragen, wie kommen wir von den 684 Watt auf die 342 Watt? Wer hat dazu eine Idee und wie kommen wir im gleichen Atemzug von den 0 Grad auf der Rückseite, die durch die Temperatur ja natürlich nicht 0 sind, wieder zu dem Ergebnis? Wenn man den Mond betrachtet, dann sieht dessen Temperaturverteilung so aus. Wir haben den Taggang, dann haben wir den Nachtgang, den Taggang, Nachtgang, Taggang. Und das ist eigentlich auch durch die Mondsonden sehr genau untersucht und auch bestätigt worden. Die entsprechenden Zahlenwerte sind also andere als die Treibhaushypothese errechnet, weil wir eben nicht nur Strahlungen haben, die die Temperaturen verteilen und erzeugen, sondern eben auch noch andere Prozesse, insbesondere die Winde und die Meeresströmungen. Ja, kommen wir von da nach da? Das ist die Frage, ich weiß es nicht. Mit dieser offenen Frage, meine Damen und Herren, freue ich mich, dass Sie heute Abend was zu knobeln haben. Schönen Dank fürs Zuhören.